Huhu Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Danke fürs Einschalten. Und letztes Mal haben wir Elione kennengelernt. Und die uns irgendwie auch zu kennen scheint, schon von früher her. Sehr mysteriöses Mädchen und sie ist dafür verantwortlich, dass wir immer in diese Traumsequenzen mit Laguna kommen, was die Vergangenheit darstellt, also nicht einfach irgendwelche erdachten Träume. Ja, wir haben dann diese komischen Seeds mit den weißen Kutten in ihrem Umhang, in ihrem Schiff gesehen und Elione dort abgegeben. So, und jetzt haben wir so einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, kann man nicht richtig erkennen. Und wissen nicht so richtig, wie das ist, und im Hintergrund spielt wieder diese tolle Musik. Na, wer bist du denn, Kleiner? Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaff's auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Na gut. Nehmen wir diese Szene einfach mal so hin. Und Renoir platzt wieder einfach mal so in unser Zimmer rein, während wir schlafen. Das ist schon ein bisschen creepy. Morgen auch. Ich habe nicht geschlafen. Ach wirklich? Du hast aber im Schlaf etwas gemurmelt. Das ist sehr peinlich. Verrate ich dir aber nicht. Tja, was war das wohl? Hey, gehen wir spazieren? Schon wieder? Ich habe dir doch eben erst den Garten gezeigt. Das letzte Mal war es ein Rundgang. Diesmal gehen wir einfach spazieren. Der ist wirklich langweilig, der Renoir. Geh doch alleine, du bist hier in Sicherheit. Genau, unsere fliegende Festung kann keiner so leicht entern. Du sollst mich ja nicht beschützen. Hör zu, wenn du alleine bist, runzelst du immer die Stirn. Das ist der Grund, warum deine Wunde nicht ausheilt. Achso, die von Cypher. Immer wenn sich ein Schorf bildet, bröselt er herunter, stimmt's? Was ich damit sagen will, ist, auch wenn ich eine eingebildete dumme Gans bin, denke ich doch, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dich von deinen Sorgen ein wenig abzulenken. Stimmt's oder habe ich recht? Ah, okay, schon gut. Okay, schon gut. Oh, ihr begleitet mich aufs Höchste, Sire. Nicht so, gleich so förmlich jetzt hier. Also los. So, wir können mal kurz speichern. Zur Abwechslung. Xel ist immer noch irgendwie blind oder sowas. Interessiert mich jetzt gerade nicht. So, wir können jetzt hier wieder monsterfrei uns bewegen im Ballup Garden. Deswegen brauche ich jetzt mich erstmal nicht um Kopplungen kümmern. Okay, wo gehen wir denn hin? Oh, schon eine Durchsage. Guten Tag, hier spricht direkt das Hit. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Schulsender wieder in Betrieb ist. Hey, cool, gibt's jetzt hier mal Radio und Musik auf den Gängen? Das wäre cool. Habt ihr eigentlich in eurer Schule so einen Schulsender gehabt, so einen Radiosender? Also ich kenne das ja bloß von amerikanischen Filmen oder so, dass es da sowas gibt. Ich hätte es auch gerne in meiner Schule gehabt, aber da gab es sowas nicht. Rennt wie Falschgeld da auf der Brücke rum. Was geht ab? Was ist das jetzt hier für einer? Nicht mein Tag heute. Etwas Riesiges müsste mal kommen. There is a school for you. Tja, also der Opa, der hat seinen Enkeln was zu erzählen, hat mal geangelt und dann kam auf einmal so eine Schule vorbeigeschwommen. Ja, wenn er das seinen Enkeln erzählt, dann wird er ins Altersheim geschickt.
Squall, Squall von den Seeds, kommen Sie umgehend ins Direktorat. Ich wiederhole, Squall, bitte umgehend ins Direktorat. Okay, das machen wir aber besser schnell. Oh, wir werden anscheinend schon selbst hingebeamt. Das war ja ein kurzer Spaziergang mit Trinoir, tut mir leid. Kann ich jetzt auch nichts machen, die Pflicht ruft. Bitte handeln Sie mit Bedacht. Und das ist wichtig, verlassen Sie die Garten nicht. Das wäre schlecht, ja. Dann würde man nämlich runterpurzeln. Es ist nicht gestattet, den Garten ohne Erlaubnis zu verlassen. Hey, Direx, ich bin da. Ah, Sie sind es, Squall. Squall, ein Befehl. Gehen Sie mit Xell und Trinua nach Fisherman's Horizon. Ihr Auftrag? Uns für das Chaos entschuldigen und Ihnen unsere friedlichen Absichten mitteilen. Ist das da, wo wir jetzt gerade reingerasselt sind? Ist das Fisherman's Horizon oder was? Und vergessen Sie nicht, die Stadt auszukundschaften. Verstanden. Komischer Befehl. Warum eigentlich ich? Was ist los, Squall? Gefällt Ihnen der Befehl nicht? Nicht wirklich. Die Seals sind keinesfalls nur eine Gruppe von Kämpfern. Ich möchte, dass sie die Welt da draußen kennenlernen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da nur mir solche Aufträge gibt. Die anderen sind einfach stinknormale Söldner. Und mit mir hat er irgendwas Besonderes vor, der Kerl. Gehen Sie jetzt, Squall. Aber eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich Karten spielen mit dir. Aha, jetzt kann ich Karten spielen mit ihm. Endlich. Sie kennen Regeln, die hier nicht für angewendet werden. In Ordnung, wir fügen die Gabatia-Regeln hinzu. Nein, das will ich auf keinen Fall. Okay, Leute, ich mach mal kurz einen Schnitt und werde ihn jetzt so lange anlabern und ablehnen, bis er mich nicht mehr nach dem Mischen der Regeln fragt. Dann habe ich nämlich wieder nur meine Open-Regel, so wie ich es haben will. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Kartenspiel wieder, wenn er die Karte spielt, die ich haben will. Also bis gleich. Okay, Leute, das ist ja nicht die Karte, die wir wollen. So, Sid hat nämlich die Cypher-Karte und packt sie natürlich schön oben in die Ecke, wo ich sie auf keinen Fall angreifen kann. Müssen wir einfach mal auf sicher spielen. So, das können wir mit Kistis machen, würde ich sagen. Das Problem ist, dass er sich seine dummen eigenen Karten immer wieder zurückholen kann. So, dann nehme ich Xell. So, die kannst du nicht zurückholen, Kumpel, aber deinen dummen Typen da kannst du die zurückholen. So, aber das Ding haben wir gewonnen, Leute. Sehr, sehr gut. Ja, kann man jetzt viel interpretieren, wieso Sid die Cypher-Karte hat. Aber die werden wir auch in jedem Fall in unser Deck aufnehmen. Die wird, denke ich mal, Kistis ersetzen. Weil die Aufteilung von den Werten doch ein bisschen besser ist. Ja, vielen Dank auch, ne? So, hab auch ein paar andere Karten gewonnen. Gut, Sid. Ja, man sollte ihn jetzt möglichst hier erwischen mit Kartenspielen. Sich nicht zu viel Zeit lassen, mit die Cypher-Karte von ihm zu gewinnen, denn er wird im späteren Spielverlauf den Garden verlassen und in ein anderes Gebiet gehen. Und wenn man dann in diesem Gebiet die Karte von ihm holen muss, gibt es kompliziertere Regeln. Also hier die Bell im Garden-Regeln sind ja eigentlich ideal. Was zum Henker? Gehen wir nach Fisherman's? Bin dabei. Wir werden in Fisherman's Horizon an Land gehen. Wir entschuldigen uns für das Chaos und werden zudem die Stadt auskundschaften. Hört sich wie ein leichter Job an. Wenn wir nach Fisherman's wollen, können wir vom Außendeck im zweiten Stock nach draußen laufen. Das Haupthaus ist ja eher gesperrt. Okay, guter Tipp. So, ja, wir können mal kurz unsere Karten anschauen, so wie der Stand so ist. Boah, was hat denn der jetzt hier für ein, was hat denn für einen Status drauf? Jetzt stumm ist der, okay. Das wurmt mich, wenn er da die ganze Zeit blau angezeigt wird. Echo Crowd, so. Und Karten. So, hier haben wir jetzt alles voll. Hier habe ich zwei Prinula-Karten habe ich gewonnen. Das Dumme ist, dass ich die nicht wandeln kann. Ich brauche 5 Stück von denen. Die muss ich irgendwie zusammenkriegen. So, hier fehlt noch eine Karte. Hier nur noch 2. Hier auch noch 3. Oh, hier brauchen wir noch ganz schön viel.
So, ein paar Bosse habe ich auch schon gewonnen. So, und hier kommen unsere seltenen Karten halt. Und da ist unser Cypher. Sehr cool. Gut. Na dann gehen wir mal zum Außendeck im zweiten Stock. Das ist da, wo wir auch hingegangen sind, als diese weißen Seeds da angelegt haben mit dem Schiff. So, ich überlege, mache ich noch irgendwas? Nochmal in der Bibliothek vorbeischauen? Ne, ich glaube nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, alle 10 gesehen mit Xell. Zweiter Stock. Haben jetzt auch hier genug Zeit vertrödelt. Mit so Sachen wie Kartenspielen und so weiter. Ja, wo ich die da stehen sehe, dann auf der Brücke da, dann müssen wir gleich, können wir bald einen neuen Sidequest anfangen, der auch was mit Kartenspielen zu tun hat. Der gefällt mir eigentlich sehr gut. So, und irgendwie ist die Musik aus. Aber das ist, glaube ich, storybedingt so. Hey, Jockey-Junge, was machst du hier? Machst du jetzt gerade Aufwärmtraining für deine Joggingrunden oder was? Oh. Die haben schon eine Rampe hier hingebaut. Da sind sie. Und schaut mal, der Typ da in der Mitte, der sieht aus wie so ein galbadianischer Aufseher da. Wie die Typen, die in Galbadia da die Leute trainiert haben. Im Galbadia Garden. Ja, das ist vielleicht schon, aber ich muss euch warnen, vor euer Land geht. Wir hassen Gewalt. So siehst du aber nicht aus, du Muskelprotz. Innerhalb der Stadt sind Kämpfe verboten. So lautet das Gesetz in dieser Stadt. Habt ihr verstanden? Ja. Wir repräsentieren den Garten. Wir kommen mit friedlichen Absichten. Na dann, wenn das so ist. Willkommen in Fisherman's Horizon. Nennt es einfach FH. Ja. Ich werde meistens trotzdem Fisherman's Horizon sagen. Im Zentrum ist das Haus des Bahnhofsvorstehers. Stattet ihm einen Besuch ab. Bahnhofsvorsteher? Was ist das für ein Typ? Mit Bahnhofsvorsteher meinen wir den Bürgermeister von FH. Ach so, aha. Wieso Bahnhof? Ist das hier ein Bahnhof oder was? Das hatten wir auch vor. Gut, dass wir uns verstehen. Shake hands oder so? Nee. Ganz schön demoliert, was? Es tut uns leid. Der Garten geriet außer Kontrolle. Wir konnten es nicht verhindern. Und macht euch keine Gedanken. Zum Glück wurde ja niemand verletzt. Außerdem lieben wir es, Dinge zu reparieren. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, und dieser Schrottberg hier, das ist, wird mir ein bisschen schwer fallen, aber danke für die nette Geste. Ja, dann gehen wir dem mal hinterher. Na, Kumpel. Dieses Muster ist der. Ihr seid der Bell im Garten, oder? Richtig, woher kennt ihr uns? Na, weil wir Bescheid wissen? Da kommt der andere wieder zurück. Wir haben die Hülle bemalt. Es ist schon sehr lange her. Echt? Das ist ja cool. Das waren Zeiten. Die haben die Hülle bemalt. Das ist ja ein cooler Zufall, dass wir jetzt hier wieder bei den Schöpfern landen. Denkt an den Bahnhofsvorsteher. Ey, wir machen uns auf die Socken. Ja, okay. Ach, der rennt jetzt auch mit. Okay, komm mit. Was steht da dran? Zollbanger? Old Banger? Ja. Kann man nicht richtig lesen. Ach, das sieht doch sehr idyllisch aus, oder? Hey, Alter. Was geht? Der Ball im Garten scheint völlig kaputt zu sein. Das kommt davon, wenn man ihn nicht richtig wartet. Ja, soll das jetzt ein Vorwurf sein, oder was? So, manchmal muss man ein bisschen gucken, wo man hier langlaufen muss, um in den nächsten Bildschirm zu kommen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Und alles schön verrostet hier. Krass. Moment mal. Ist euch irgendwas aufgefallen? Nein? Tja, ich dachte, ich renne vorbei, ne? Hier ist eine Leiter. Ja, die verschmilzt ziemlich mit dem Hintergrund. Man denkt nicht, dass das begehbar ist, die Stelle. Aber hier können wir nach unten gehen. Und das sollten wir unbedingt zu diesem Zeitpunkt auch machen, um eine Zeitschrift mitzunehmen, die wir ansonsten hier verpassen würden. Sobald wir mit der Story in Fisherman's Horizon voranschreiten, können wir nämlich die nicht mehr hier abgreifen. So, also macht am besten genauso wie ich.
gleich nachdem hier wir ankommen, einfach die Leiter runtergehen und diesen kleinen Geheimpfad hier nehmen. So, wenn wir dann nämlich hinten angekommen sind, dann treffen wir ein bekanntes Gesicht. Und es ist nämlich der Angel-Opi, der seinen Enkeln jetzt berichten kann, dass er eine Schule gefangen hat an der Angel. So, dann springen wir mal an den Kerl. Entschuldigung, darf ich kurz Petrael stören? Boah, da haut er mir voll seine Rute ins Gesicht. Meine alten Fischgründe sind vollkommen zerstört. Okay, es ist jetzt wichtig, welche Option man nimmt. Also wir nehmen auf jeden Fall die erste Option und entschuldigen uns. Sorry, ist unsere Schuld. Sorry, unsere Schuld. Ja, meine nicht. Oh, mach dir keine Gedanken. Und wieder die Rute ins Gesicht gehauen. Ich wäre meiner mit Ops gegangen. Mach doch nichts. Na, wenn das so ist. Das war nur ein Scherz. Es macht doch was. Ich hasse dich. Meine Angelrute hat keine Augen. Sie wird nichts bemerken, wenn ich den Ort wechsle. Okay. Gibt anscheinend noch andere Fischgründe hier. Na, ein Glück. Aber so wie die Stadt aussieht, müssten die Gewässer ja eigentlich ziemlich verdreckt sein, oder? Es wird sich nichts ändern. Zur Begrüßung schenke ich dir das. Okkult-Fan Nummer 3 erhalten. Sehr cool. Ja, den gibt's nur hier an der Stelle. Nirgendwo anders im Spiel. Dann wollen wir doch mal weitermachen. So, wir gehen mal kurz. Ich glaube, man muss kurz rausgehen. Und wir gehen nochmal zurück. Um nochmal mit ihm zu quatschen. Au! Was ist das noch was? Ah, richtig. Im Wohnviertel lebt mein kleiner Geselle. Ob er wohl auf ist? Ich bin etwas besorgt. Hey du, schau mal bitte mal bei Gelegenheit vorbei, ob er okay ist. Okay, machen wir gerne. So, jetzt lassen wir ihn mal in Ruhe seine Angel weiter auswerfen, obwohl ja die Fischgründe anscheinend zerstört sind. Keine Ahnung, warum er jetzt noch da bleibt. Naja, der Alte wird schon seinen Grund haben. Vielleicht will er noch ein bisschen seinem alten Angelplatz hinterher weinen oder so. So, dann schauen wir uns doch mal an, das den Okkult-Fan, das Heft. Die Idee, was macht das eigentlich? Gibt eine geheftige Ability Magie plus 20%. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Können wir mal schauen, ob wir mit den anderen Wandlern irgendwas machen können. So, Okkult-Fan 3. Was ist das? Ein Ring? Ein Zauberring vielleicht? Die Dämonenwelt. Die Legende einer GF. Das linke Foto zeigt einen Ring, womit man in der Lage sein soll, eine unbekannte GF herbeizubeschwören. Dieser Ring war früher in Besitz eines Königshauses. Name oder Verbleib dieses Ringes ist zurzeit unbekannt. Eine Legende besagt, dass man 666 Items benötigt, um diese geheimnisvolle GF zu beschwören. Was? Kann ich so viel überhaupt im Inventar tragen? Und da muss man vielleicht lesen, dass man 666 Items benötigt. Naja. Was es damit auf sich hat, sehen wir später, wenn wir den Ring finden. Denn das werden wir mit Sicherheit. So, ordnen. So, zack. Dann haben wir schon Okkult-Fan 1, 2 und 3. Und es fehlt noch einer. Soweit kann ich schon mal sagen. So viel kann ich schon mal sagen. So, ja, dann denke ich, haben wir gleich das Ende der Folge erreicht. Ich werde noch schnell wieder zum Anfang zurückgehen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen näher umsehen in FH, Fisherman's Horizon, wie auch immer. Ja, und von dieser Hintergrundmusik hier in Fisherman's Horizon gibt es auch eine schöne Klavierversion, die mir auch sehr gut gefällt. Auch eine sehr stimmige Hintergrundmusik hier, finde ich. So, und da steht schon wieder unser Galbatia Gartenausbilder. Mit dem quatschen wir dann nächste Mal. Und ja, dann werden wir nächste Folge mal uns ein bisschen im Galbatia Garten, sag ich schon. Uns in Fisherman's Horizon ein bisschen umschauen und mal mit dem kleinen Angler sprechen, den der alte Mann erwähnt hat. Und ja, dann letztendlich zum Bahnhofsvorsteher gehen und den mal besuchen und uns entschuldigen. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!